Hi, ich bin Claudia aus Innsbruck und heute darf ich dir erklären, was Yin-Yoga ist. Erster Irrtum, Yin-Yoga ist nicht nur für Frauen. Auch Männer dürfen Yin-Yoga praktizieren und machen. Es geht hier lediglich darum, dass Yin einfach die Ruhe und die Entspannung, dieses Loslassen, dieser Yoga-Stil ist einfach etwas, wo man mehr Ruhe hineinbringt in seinen Körper. Und der zweite Irrtum ist, Yin-Yoga wird ja auch Faszien-Yoga genannt. Und auch hier glauben manche Männer, Faszien und Bindegewebe haben nur Frauen. Großer Irrtum, haben wir alle. Alle Menschleins haben Faszien. Und Faszien kann ich dir am besten erklären, was ist das genau? Das ist eigentlich so ein Organisationstalent in unserem Körper, weil unsere Organe werden alle in einem Fasziensack organisiert und aufgeräumt quasi. Und auch unser Hirn ist letztlich in einer Hirnfaszie, von einer Hirnfaszie umgeben. Und du kannst dir die Faszie auch vorstellen in einer Orange. Eine Orange, wenn wir den harten Teil der Schale abschälen und wir haben dann dieses Weiße und dann die einzelnen orangen Scheiben sind dann quasi von Faszien gehalten und organisiert. Gut, das sind also Faszien und die erreichen wir mit unseren Gelenken und Knochen im Yin-Yoga, weil wir die Haltungen, die sogenannten Yoga-Asanas, viel länger halten, aber auch entspannt halten. Da geht es nicht darum, dass du eine Muskelspannung oder dass du in der vollen Yoga-Anspannung bist, sondern du brauchst Hilfsmittel, um dich in verschiedenste Haltungen zu bringen und um in dieser Haltung dann loszulassen, dich zu entschleunigen, dich zu entspannen und den Fokus auf die Ausatmung zu bringen. Aktiviert wieder unseren Parasympathikus, lange Ausatmungen. Das heißt, dein Körper lernt wieder zu entspannen. Und ich persönlich finde, dass Corona ist uns unter anderem vielleicht auch geschickt worden, weil wir immer im Außen sind, weil wir immer im Stress sind, immer in der Unruhe. Und dieses Yin-Yoga und dieses jetzt zu Hause bleiben, dieses zur Ruhe kommen, hilft uns auch wirklich den Körper mal wieder runterzufahren. Okay, probier es aus, du bist danach wie neugeboren. Ich freue mich auf der Matte. Ciao.